Leute, absolutes Eilupdate zum Bitcoin und vor allem Ripple XRP-Preis. Yes, ihr habt mich richtig verstanden. Während Bitcoin weiterhin an der Marke 28.400 US-Dollar zu knabbern hat, stiehlt Ripple allen anderen Kryptowährungen heute die Show und pumpt binnen weniger Stunden über 20%. Was ist da los? Wir müssen definitiv darüber sprechen, denn gestern haben wir noch diesen Pump erwartet, drüber gesprochen und jetzt ist er bereits eingetreten. Wo liegen die nächsten Ziellevel? Wo können wir uns erneut long positionieren? In Ripple. Das gehen wir definitiv durch. Natürlich gebe ich euch die aktuellen Short-Level und Long-Level sowohl in Bitcoin als auch Ethereum durch und wir haben einen weiteren Trade laufen, API 3. All das in diesem kurzen Update-Video. Falls dir gefällt, würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls du neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da und sei jeden Tag bestens vorbereitet, wenn es um das Thema Bitcoin, Ethereum und Co. geht. Und ihr seht es, Freunde, ich befinde mich mal wieder hier in der DB. Ich bin gerade auf einer kleinen Deutschland-Tournee. Heute Morgen noch nach Köln gefahren. Jetzt geht es weiter nach Berlin, morgen dann weiter nach Hamburg und dann bin ich wieder in der Homebase. Aber lasst uns keine Zeit verschwenden. Ich musste unbedingt dieses Update-Video für euch drehen, denn es gibt neue Level zu geben. Starten wir rein mit Bitcoin, Leute. Schauen wir uns an, was jetzt hier zuletzt passiert ist. Wir sehen noch einmal den Retest des letzten Hochs bei knapp 28.470 US-Dollar. Wir hatten über dieses interessante Short-Level bei 28.375 US-Dollar gesprochen. Wir waren ja auch bereits schon einmal Short. Ich habe das Ganze aber Risikomanagement sicherheitshalber abgesichert und wir wurden letzten Endes an unserem Einstiegspreis ausgestoppt. Nichtsdestotrotz, Leute, müssen wir natürlich über die nächsten Short-Level sprechen, denn erstens, ganz klares Statement meinerseits, mittel- bis langfristig ganz klar bullischer Fahrplan. Aus meiner Sicht, den Boden bestätigt bei 15.500 und natürlich auch das Reversal eingeleitet, die ganz klaren, detaillierten Analysen. Schaut da gerne noch einmal in den letzten 4-5 Update-Videos vorbei. Da habt ihr den klaren Fahrplan für Bitcoin und Ethereum im Detail, nach System auch und vor allen Dingen frische Altcoin-Analysen im gestrigen Livestream. Was für eine Marke wird jetzt natürlich höchst interessant. Erst noch einmal zu den Zielleveln. Früher oder später rechne ich damit, dass wir in die Region von 35.377 US-Dollar hoch bis 39.152 US-Dollar hoch schießen werden. Eher früher als später. Rechne ich damit, dass das in einem Up-Move geschehen wird? Nein, Leute. Ich rechne damit, dass wir erst einmal kurzfristig noch eine Korrektur reinbekommen. Deswegen natürlich interessante Level ausmachen, die für einen Short interessant sind. Und da ist natürlich in den übergeordneten Timeframes höchst interessant, diese letzte Low-Ebene, die immer wieder als Support diente, im Januar 21, im Juni, Juli 21, im Mai 22 und danach sind wir da drunter gebrochen und jetzt sehen wir das erste Mal den Retest dieser Marke, dieser Low-Ebene bei 28.375 US-Dollar hoch bis 29.440 US-Dollar und das ist auch mein nächstes Short-Level hier in Bitcoin. Solange wir untergeordnet keine neuen Strukturen bilden, werde ich meine nächste Short-Position bei 29.441 US-Dollar positionieren. Wieso, weshalb, warum? Schauen wir uns das kurz einmal auch aus Liquiditätssicht an, denn darüber hatten wir auch gestern noch einmal gesprochen. Über uns liegt noch ein wenig Liquidität. Überhalb des letzten Hochs bei 28.450 startend hoch bis an der 30.000 US-Dollar Marke. Es ist eine massive Widerstandszone, es liegt Liquidität und von daher sollte der Markt noch einmal hochstechen, werde ich mich da short positionieren. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich den nächsten Long Entry suchen und den haben wir in den Regionen von knapp 24.000 runter bis 22.000 US-Dollar, Leute. Da liegt die größte Liquidität jetzt hier in diesen Timeframes, in den größeren Timeframes und von daher höchst interessant natürlich das auch aus Market Maker Sicht noch abzugreifen und das ist soweit erst einmal mein nächstes Long Entry, ganz klar auch nach System. Ich sage es immer wieder, an für sich braucht ihr nur das SK-System, denn diese Konkurrenz dieser einzelnen Level ist manchmal gespenstisch, denn unser Einkaufslevel liegt aktuell bei 24.000 runter bis 22.500 US-Dollar, das heißt, sollte die Korrektur erfolgen, der Markt hier reinstechen, werde ich mich long positionieren beziehungsweise meine Position wieder nach oben skalieren, denn wir haben ja aktuell weiterhin den Bitcoin-Trade offen, eingestiegen unter knapp 20.000, diese ganze Welle nach oben mit geritten. Es laufen noch knapp 30% dieser Position und von daher wollen wir die Position natürlich weiter nach oben skalieren, denn mittel- bis langfristig sind wir hier erst einmal long-orientiert, kurzfristig short-orientiert aufgrund dieser besagten Ereignisse, plus wir haben jetzt diesen massiven Run-Up gesehen, wir sind bereits in überkauften Bereichen hier in der Daily, in der 4-Stunden-Chart hatten wir auch zu
zuletzt darüber gesprochen, wie so langsam das Momentum hier in den Indikatoren abnimmt, wir auch eine bärische Divergenz drin haben. Nichtsdestotrotz, schaut euch unbedingt noch einmal die letzten Update-Videos an, da habt ihr die klaren Details hierzu. Das ist soweit erst einmal den Fahrplan hier für Bitcoin. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber auch noch mal kurz in dem Bitcoin CME Futures Chart an, was ebenfalls noch mal einen Indiz dafür liefert, dass wir noch einmal hochwicken können in die Region von 28.915, denn damit haben wir soweit erst einmal dann das offene CME Futures Gap hier in dem BTC 1 Ausrufezeichen Chart, das ist der Bitcoin CME Futures Chart, dann haben wir das Gap final geschlossen und unterhalb, Leute, unterhalb von uns liegt jetzt kurzfristig das nächste Gap bei knapp 27.150 US-Dollar, was wir auch noch nicht geschlossen haben. Von daher höchst interessant, sich hier erst einmal kurzfristig zumindest in diesen besagten Regionen short zu positionieren. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, wir haben gestern ebenfalls über die Bitcoin-Dominanz gesprochen, dass wir in Regionen ankommen, wo so langsam dieser Uprun von Bitcoin gegenüber sämtlichen anderen Kryptowährungen nachlassen sollte. Plus auch aus dem Altcoin Season Index ging hervor, dass wir aktuell massivst unterbewertet sind in den Altcoins im Vergleich zu Bitcoin. Und jetzt schaut euch mal bitte an, was heute passiert ist, in diesem Fall mit Ripple XRP. Wir haben einen massiven Pump hingelegt, Leute. Über 20% innerhalb dieses einen Tages hingelegt. Und wir haben gestern explizit hier noch drüber gesprochen in diesem Chart. Gehen wir einmal kurz in die untergeordneten Timeframes und starten hier in diesem Fall mit dem 1-Stunden-Chart, denn das war die letzte Struktur, die wir besprochen haben, wo wir ebenfalls durchgegeben haben, hey, sollten wir die Ziellevel hier oben erreichen, dann haben wir soweit erst einmal die nächstgrößere Sequenz aktiviert. Wir haben gestern noch exakt über dieses Level hier gesprochen. 37,9 Cent runter bis 37,1 Cent, das nächste Kauflevel hier für in diesem Fall Ripple gewesen. Der Markt sticht rein und wieder einmal eine Bestätigung hier für das System. Ziellevel bereits überextendiert und auch positiv das zu bewerten, Leute. Dieser Pump, Ziellevel 41,2 hoch bis 42,5 Cent. Soweit erst einmal ein interessantes Profit-Level zu bewerten. Nichtsdestotrotz, wir sind weiter gerannt und haben jetzt genau das erreicht, worüber wir gestern ebenfalls spekuliert haben. Wir haben das Hoch bei knapp 43 Cent herausgenommen und damit eine neue gigantische Sequenz hier reingemeißelt, Leute, die hier in grün eingezeichnet. Wo liegen denn jetzt hier die Ziellevel dieser Struktur? Schauen wir uns das kurz einmal an. Die liegen bei 57 Cent hoch bis 62 Cent. Das heißt, früher oder später wird Ripple aus meiner Sicht diese Level anlaufen. Nichtsdestotrotz sucht natürlich ebenfalls jeder hier eine Möglichkeit zum Re-Entry Long. Und das heißt, sollte der Markt jetzt noch einmal einen kurzfristigen Rücksetzer einleiten, werde ich mich wieder kurzfristig mit dem nächsten Trade positionieren bei 40,8 Cent runter bis 38,9 Cent. Und jetzt fragt sich sicherlich, wieso, weshalb, warum ist es überhaupt zu diesem Pump gekommen? Ich kann es euch nicht sagen, Leute, ich kann nur spekulieren. Es wissen letzten Endes gewisse Marktteilnehmer immer mehr als wir hier die Otto-Normalverbraucher. Erstens steht natürlich im Raum das Settlement zwischen Ripple und der SEC. Vielleicht ist da schon etwas durchgesickert und Insider haben da mehr Infos. Zweitens, das CBDC-Narrative nimmt letzten Endes Fahrt auf. Und je näher wir in diese Region rücken, das CBDCs höchstwahrscheinlich implementiert werden durch Zentralbanken, ist natürlich ebenfalls Ripple damit involviert. Und drittens, ISO 20022 ist gestern letzten Endes gelauncht worden. Das heißt, Banken fangen an, diesen neuen Standard zu implementieren und da natürlich einer dieser Vorreiter, Ripple. Und last but not least, Leute, schauen wir uns auch noch mal kurz diese Grafik an. Folgendes, das hier ist letzten Endes der Total XRP Ledger Account und der fängt an, über 5 Millionen Accounts hier insgesamt darzustellen. Wir haben ein massives Wachstum gesehen im Februar 21 und kurz vorm Februar 22 letzten Endes in den Regionen über 20.000 Accounts hier hinzugekommen und von daher das Wachstum ebenfalls gigantisch hier von XRP Ripple mit ihren Lösungen mit der On-Demand Liquidity. Last but not least, Leute, bevor wir gleich noch auf API 3 eingehen und kurz die Ethereum-Level durchsprechen, einmal hier zu der Federal Reserve Zinsentscheidung morgen, denn die ist natürlich voll im Fokus. 19 Uhr die Zinsentscheidung, aktuell eingepreist, ihr seht, mit 86-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein 0,25%, eine Zinserhöhung um 0,25%, 13,6% gehen davon aus, dass wir letzten Endes keine Zinserhöhung sehen. Sollte diese Prognose zutreffen, Leute, eingepreist, sollten wir weniger Bewegung in
den Märkten sehen. Sollten wir keine Zinserhöhung sehen, Leute, macht euch auf den Pump bereit oder für den Pump bereit, sollten wir einen 0,5% sehen, wovon aktuell keiner ausgeht, ich auch nicht, dann macht euch auf den Nuke bereit. Aber viel, viel interessanter ist letzten Endes dann die Rede um 19.30 Uhr von Jerome Powell, denn er muss letzten Endes mit der Federal Reserve die Entscheidung treffen, hey, bekämpfen wir weiterhin die Inflation oder retten wir letzten Endes die Banken und lassen erst einmal eine Pause da. Deswegen höchst spannend, um 19.30 Uhr das Ganze zu verfolgen. Und wir schauen uns jetzt abschließend noch einmal kurz den Ethereum-Chart an und dann gehen wir auch noch mal kurz unseren aktuellen neuen Trade in API 3 durch. Nur einmal kurz die aktuellen Level durchgegeben. Wie gesagt, die Detailanalysen findet ihr in den letzten Videos und wenn ich in der Homebase Donnerstag wieder bin, dann werdet ihr hier auch mit dem qualitativ hochwertigen Content versorgt. Wir haben das nächste Level, interessante Short-Level, das letzte Hoch, bevor wir hier in Ethereum einen Major Reversal einleiten können. Von daher, dieses Hoch muss erstmal gebrochen werden, um dieses Reversal einzuleiten. 2030 US-Dollar ist ein interessantes Short-Level. Wir befinden uns aber natürlich auch hier in diesen Long-Strukturen, Kaufstrukturen. Wir konnten auch hier wunderschön unser Long-Entry nutzen, 1410 und diese gesamte Welle nach oben reiten. Und wir sind natürlich mittel- bis langfristig ebenfalls bullish orientiert. Ziellevel für Ethereum liegen hier weiterhin 2458 hoch bis 2712. Und solange wir kein neues Hoch hier reinmeißeln, also das Hoch bei 1840 US-Dollar nicht brechen, habe ich mein Re-Entry Long weiterhin in den Regionen 1605 US-Dollar runter bis 1526 US-Dollar. Das sind die wichtigen Level, die jeder auf dem Schirm haben muss für Ethereum. Und jetzt last but not least, schauen wir uns hier kurz noch einmal API 3 an, denn hier haben wir ebenfalls zuletzt drüber gesprochen. Wir haben eine neue Sequenz aktiviert mit diesem neuen Hoch. Die Ziellevel liegen hier für API 3 in den Regionen von 2,78 Dollar hoch bis 3,17 Dollar. Und natürlich mit der Korrektur dürfen wir uns erneut long positionieren in der Range 1,75 Dollar runter bis 1,55 Dollar. Und in diesem Fall haben wir hier natürlich auch diesen Trade bereits laufen. Aktuell leicht im Drawdown. Nichtsdestotrotz, ich habe das Trade Management ganz klar auserkoren und werde diesen Trade für euch monitoren, Leute. Ansonsten natürlich unser Ethereum Trade weiterhin mit 82% in the profits. Ich möchte ihn wieder hochskalieren, laufen noch 30%. Und last but not least unser Bitcoin Trade mit über 411% in the profits. Legendary. Aber natürlich suchen wir auch hier einen Re-Entry. Aber die Level sollten jetzt soweit bekannt sein, Leute. Falls dennoch irgendwelche Fragen da sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Falls dem so ist, gerne Like-Button smashen. Würdet meine Arbeit damit immens unterstützen. Vollkommen kostenlos für euch. Und falls du jeden Tag bestens informiert sein möchtest rund um Bitcoin, Ethereum und Co. und auch diese höchst profitablen Trades mitnehmen möchtest, lass gerne das kostenlose Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, werde ich euch das nächste Update morgen wieder rüberspielen. Ich check jetzt gleich erstmal in Berlin im Hotel ein. Machen wir noch einen schönen, entspannten Abend und dann hören wir uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.